Alter, wie rot guckt denn der bitte? Voll der Robot, Alter. Ah, Mann, den Hasen müssen wir auch mal loswerden. Wir haben jetzt im Endeffekt nur noch... Alter! Das geht mir jetzt langsam auf den Semmel. Nur die gleiche Scheiße jetzt hier, ey. Es nervt aber schon ein bisschen. Ah ja, ich bin sicher, wir finden ein Schnäppchen für dich. Das heißt, wir müssen jetzt noch Peluri und Kasem loswerden und dann halt noch dementsprechend, Pinatas für die raussuchen, weil Rostaccio, mal ganz ehrlich, das baut gerade nur Scheiße die ganze Zeit. Na? Und tschüss! Alter, das guckt immer so rot. Das ist voll beängstigend. Ja, Peluri und Kasem müssen wir verkaufen. Wir können ja ein Hostaccio nach Peluri. Wo, was braucht denn eigentlich alles so Techtelmechtel? Trägt ein Bandschleife, okay. Wir wollen also Bandschleifen haben, ne? Lässt sich richten. Löwenträger. Auch schön. Stop. Ach, ist das geil. Gefälschte Siegerbatsch. Gefälschte Sieger. Hat einen kandierten Apfel ge... Was ist denn jetzt ein kandierter Apfel? Ach man. Nein, nicht das. Was war das denn jetzt? Ja, das kennen wir doch schon. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Moin. Guten Morgen. Gut. Wie geht's? Jo. Ich weiß. Apfel. Kasse. 14 Objekten. Tinker. Ran an den Start. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich mag Libellen. Dragonfly. Libellra ist noch ein Pokémon. Ich verwechsel immer mit Pokémon hier allesamt. Boah, bis der ankommt, ne? Dann ist es so ein Bart. Wenn der Witze reißt, hat das so ein Bart. Oh, es macht daraus einen kandierten Apfel. Du bist da. Auf sie zu bewegen. Stopp. Genau. Los, fertig daraus einen kandierten Apfel. Fick dich, es hat funktioniert tatsächlich. Guck mal, renn auf den Meter. Ey. Wenn ihr nicht gleich aufhört, hier erstmal da rumzulaufen, ne? Alter. Fick dich.
Möhren noch gefressen. Sonst noch Wünsche, du Hässlon. Halt, hier bin ich falsch. Ich will erstmal eins fertig kriegen, damit ich bei dem anderen weiß, was Sache ist. 1, 2, 3. Ja. Mama, gib mal die Möhrchen. Aber ohne Schweineöhrchen, Mama. Mama, gib mal die Möhrchen. Mama, Teller mit Möhrchen. Marihuana ist nicht gut. Marihuana ist nicht gut. Marihuana ist nicht gut. Sagt die Mama und die Papa, die finden das nicht gut. Was ist das hier, Behausung? Ja, bauen wir die auch mal. Ich will ja Techtelmechtel und Erfahrungspopel kriegen, ne? Ich brauche Arbeit. Ich habe schon seit Ewigkeiten niemanden mehr früh morgens aus dem Schlaf gerissen. Sonst noch was Neues? Nein. Postaccio-Behausung! Wird wahrscheinlich ein dickes. Pff, ja, 3x3 halt. Standardding. Können das ja mal so platzieren, oder? Ja, weißt du was? Wir machen das anders. Schwupp, schwupp. Und du? Pistachio 1 schon mal gleich in Techtelmechtel-Bereitschaft. So, hier. Ich weiß nicht, ob das noch wächst oder ob das. Aber Pistachio ist jetzt nicht eins, was ich unbedingt behalten will. Ich frage mich, wenn ich jetzt hiermit die Bestimmung erledigt habe mit dem hier und das hier halt. Ach, guckt euch das Ding an, Alter. Schön. Der hier halt alles erfüllt hat und ich dann hier auf den hier losgehen will, ob dann ein Bonbon reicht. Das ist so ein. Also, jetzt sieht ihr diesen Cheetah-Bonbon von Igor oder Ivor, sondern halt das normale. Alter Schwede. Wahrscheinlich muss der irgendeine Maus oder sowas reißen für Paarungstechtelmechtel-Gedönse. Kann ich mir vorstellen, entweder Serpent und eine Maus. Ich frag mich, was man dafür tun muss, damit der überhaupt einen Garten besucht. Das würde mich jetzt mal interessieren. Da, Igler. Bedingung fürs Austauchen ist Stufe 3 oder höher, 33 oder höher. Ich bin jetzt 36, ey, alter Schwede. 5 verschiedene Bedingungen für Besuch, 5 verschiedene Arten als Bewohner im Garten. Okay. Bedingung fürs Bleiben, 15 verschiedene Arten als Bewohner im Garten, also ich kann bis zu 15 und eine ausgewachsene Eiche im Garten, habe ich aber leider noch nicht. Schad, schad, schad. Donut, was braucht ihr eigentlich für Techtelmechtel? Donut 2528, East Slice 2526, 2101, 2102. Bedingung für Auftauchen, Bedingung für Besuch, Bedingung fürs Bleiben. Techtelmechtel hat eine Sonnenblume gegessen, fahrt seine Donut-Behausung. Gut, das ist jetzt nicht so schwer. Sonnenblumenkerne halt. Was, dann können wir schon mal eine Sonnenblume halt pflanzen. Das können wir schon mal machen.
rein, lass Geld da und dann... Scheibe. Nein, ich mach nur Witze. Lass hier sein. Sonnenblume! Alter. Jeez. Schubs, sind wir wieder bei 60.000. Tja, ihr beiden seid die letzten Kleinen, ne? Kasen und Sparrowmind. Außer jetzt natürlich die Dragonfly und der Crawler, aber es sind halt zwei schwer zu erreichende. Hätte ich mir auch denken können. So, Statio ist jetzt bereit. Jetzt will ich. Alter, ich mach das immer wieder. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob ich das einfach so machen kann. Wenn ich jetzt hier. Weil ich habe ja fürs eine habe ich ja schon Bedingungen erfüllt. Der ist schon fertig. Hallo! Komm rein! Und dann? Nein, ich mach liebes Bonbon. Einen. Du wirst es nicht wissen. Okay, ich muss ihn auch erst Eis essen lassen. Das sollte nicht so schwierig sein. Einen kandierten Apfel, 6 Sonnenblumen. Guten Abend. Ich bin also nicht die Einzige, die sich kann. Morüber bitte. 1, 2, 3. 17 Objekten. Also abgemacht. Apfel. Jo. Passt so. Also abgemacht. Ich bin natürlich ins Ding reingerannt. Aber ist wieder draußen. Wir lassen erstmal tinkern. Ja, der Tinkern können wir dann schon mal. Schlummer mich. Triste hier mit Kronk und Sarazar. Was? Wer? Warum? Stachi und Emma. Kann mich hier jetzt echt nicht drum kümmern. Du musst jetzt noch so ein Fleißbändchen kriegen, so ein gefälschtes. Arbeit zu bedienen, ja. Du kannst. Ich seh nur deine Nummer, dass es dich immer noch wundert. Du hast Scheiße erzählt und ich hab dich mal bewundert, jetzt hast du mich. Und ich hoffe, dir geht's besser. Innerlich bist du zerrissen, tust nur stark ohne zu wissen. Ich zerbreche deine Träume und der Track ist diesmal echt für dich. Ich hoffe, du bleibst in deiner Stadt und dass es bald ein Ende gibt. Du bist naiv, keine Augenwischerei. Ja, du armes kleines Mädchen, meinst du mir, ich bin aus Steinschütt wie. Oh ja, ihr seht wirklich so aus, wenn ihr gerade kämpfen würdet. Ich hab dich abgeschossen, denn im Grunde lieb ich nur Web. Total gefährlich. Seid ihr stark, doch bekommt nichts auf die Reihe. Und ich verändere deine Stimmung mit nur einer Scheißzeile. Mir egal, was du denkst. Mir egal, was mal war, doch du kriegst eine Träne und die füllt sogar dein BH. Es hätte alles anders laufen können, doch du wolltest es so. Du tust auf schlaues Mädchen und ich frag mich immer noch, wieso. Hier ist niemand mehr am Kämpfen. Aber jetzt? Na jetzt? Augen so kalt.
Ich glaube, es wäre an der Zeit, dass du es endlich begreifst, dass ich... Emma, du bist echt dreizüchtig. Du dir was vorgemacht hast, aber alles nur ein Traum. Heute ist es nur ein Traum, du kommst nicht mehr von mir los. Dieses Leben ist ein Test und die Prüfung war zu groß. Wie geht's dir so? Mir geht's gut, bei mir ist alles easy. Auch wenn jetzt die Wolken dunkel sind, vergesse ich dich bald wieder. Schick mir keine SMS und ruf mich bitte nicht mehr an. Ich lösche deine Nummer, geh ans Telefon und frag, wer dran ist. Du findest das arrogant, aber ich kann leider nicht anders. Und da musst du dich auch nicht wundern, dass ich keine an mich ran. Zwar geh ich meinen Weg alleine, ich hab keiner meiner Seite. Aber wenigstens werd ich nicht so wie du vom Pech begleitet. Mach dir bitte nichts mehr vor, du hast nur geträumt wie John Dorian. Und was kann ich dafür, dass ich der Inhalt deiner Story bin? Dir wird klar, die Zeit mit mir war leider viel zu kurz. Doch das Band, das uns verbunden hat, mit Hufeisen, ist jetzt durch. Ich bin lieber alleine, denn ich weiß, so gilt es mir besser. Du und ich fallen von oben auf den Boden, so wie Blätter. Es vergehen ein paar Tage, vielleicht werden daraus Piss dich. Planen, bis du dann endlich verstehst, dass ich jetzt nicht mehr für dich da bin. Deine Gefühle so groß, du bist weiter kaputt, aber ich glaub nicht, dass sich das für dich noch ansatzweise lohnt. Deine Worte so falsch und deine Augen so kalt. Raus hier. Zeit, dass du es so, ist irgendwer jetzt krank? Du bist tagelang am Trauern, weil du dir was vorgemacht hast, aber alles nicht. Nur ein Traum. Heute ist es nur ein Traum, du kommst nicht mehr von mir los. Dieses Leben ist ein Test und die Prüfung war zu groß. Peluri und Kasim, ich weiß noch nicht, was ich mit euch mache. Ja, ich bin sicher, wir finden ein Schnäppchen für dich. Wie ich. Leute, so wird das doch nichts hier. So. Quackberry. Kasim. Paramines. Muss ich nur daran denken, dass ich euch Kasim und Peluri soll ich neu benennen dann. Guck mal da oben. Ich hab ne Idee. Weiß recht zu wenig zu Kasim am Ende. Ja. So, wir sind alle fertig. Ich möchte es aber nicht selber kaputt machen, weil ich mich nicht weiß. Ich kann ja mal ausprobieren, was dann passiert. Okay, es geht auch so. So, ihr beiden, müssen wir rauskommen. So, es ist der fertige. Das Statue ist noch am Pennen.
Hier, kann dir der Apfel. Der ist noch nicht fertig. Bist du fertig? Ah, scheiße, zu spät. So. So. Ihr beiden Schnuffels. Schön.